Heute geht es endlich wieder um eine Einzelaktie, um eine Wachstumsaktie aus dem IT-Bereich. Und im Gegensatz zu vielen anderen Wachstumsaktien ist das Unternehmen profitabel, es hat keine Schulden und es ist auch noch niedrig bewertet. Also die ideale Wachstumsaktie eigentlich. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die klingen ein bisschen gewagt. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Es ist die Personalie des Jahres. NetDragon Websoft, ein chinesischer Spieleentwickler und IT-Konzern, hat den CEO-Posten für seine Sparte künstliche Intelligenz neu besetzt. Und zwar mit einer künstlichen Intelligenz, also nicht mit einem Menschen. Und diese künstliche Intelligenz, die hört auf den schönen Namen Frau Tang Yu. Damit ist auch gleich klar, was am meisten besorgniserregend ist an dem Ganzen, zumindest jetzt mal aus Sicht von meiner Kohorte, die wütenden weißen alten Männer. Die erste künstliche Intelligenz, die bei einem großen Unternehmen eine Führungsposition bekommt, ist eine Frau. Eine weibliche künstliche Intelligenz. Da hilft es uns auch nichts mehr, wenn wir jetzt hämische Witze machen hier und wenn wir sagen, was zum Teufel ist denn bitte eine weibliche künstliche Intelligenz? Scannt die jetzt den ganzen Tag Handtaschen oder sowas? Hahaha, bringt uns aber leider auch nicht weiter. Es ist und bleibt ein harter Schlag. Es ist natürlich viel berichtet worden über Tang Yu. Der Business Punk zum Beispiel, der hat dieses Bild dazu mit abgebildet. Da ist sie ein ganz entzückender kleiner Roboter. Beim Bitcoinist, da geht die Fantasie in eine ganz andere Richtung. Da sieht Tang Yu dann so aus. Und dann haben wir zum Beispiel noch die britische Zeitung The Sun, die stellt sie sich so vor. Das ist dann schon ein bisschen furchterregend. Aber klar, es gibt naheliegende Vorteile, wenn man so eine Position eben nicht mehr mit einem Menschen besetzt. Eben keine leidigen Debatten mehr über Gehalt und über Urlaub und solche Dinge. Und davon abgesehen ist es natürlich nur konsequent. Wenn man, wie viele Konzerne das ja tun, wenn man meint, dass künstliche Intelligenz, ich zitiere, die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden, verändern wird und ultimativ das strategische Wachstum der Zukunft antreiben wird, Zitat Ende, dann ist es eben auch naheliegend, dass man der künstlichen Intelligenz auch mal Führungsverantwortung gibt. Und so jetzt eben erstmals geschehen bei NetDragon Websoft. Und das Anforderungsprofil an Tang Yu ist, Prozesse beschleunigen, schnellere, bessere Entscheidungen und letzten Endes der Umbau zu einem offenen, transparenten, attraktiven Unternehmen im allumfassenden Metaversum und natürlich Kaffee kochen. Aber bevor wir uns jetzt aufschwingen in die höchsten Höhen der IT-Welt, jetzt müssen wir leider kurz nochmal in die tiefsten Niederungen. Ich muss nochmal warnen vor Betrugsversuchen hier in der Kommentarspalte bei den Videos von mir und auch von Kollegen, wo ihnen dann lebensverändernde Investmentgelegenheiten angeboten werden, immer auch eben mit so einem kopierten Profilbild. Und für jeden, den wir da sperren, von denen da kommen jeden Tag dann 10 andere. Reagieren Sie darauf bitte nicht. Es ist garantiert lebensverändernd, aber auch nur darum, weil Sie danach ärmer sind dann. Und wie schon gesagt, auch von uns gibt es ja lebensverändernde Investmentgelegenheiten, die Sie angeboten bekommen, aber eben nicht unter irgendeiner WhatsApp-Nummer, so wie hier, sondern eben zum Beispiel in unseren gratis Zukunftsmärkte-Reports. In der nächsten Ausgabe geht es da wieder mal um den chinesisch-amerikanischen Halbleiterkrieg, weil da eben inzwischen jetzt auch wieder viel passiert ist. Die USA haben ja jetzt China zusätzlich noch von Hochleistungs-Halbleitern abgeschnitten, von Nvidia und von AMD.
China versucht natürlich im Gegenzug mit sehr viel Geld das irgendwie durch eigene Technik zu ersetzen. Und es hat auch einen überraschenden Durchbruch gegeben in China bei 7-Nanometer-Chips. Und natürlich hat es ja auch neue Quartalszahlen gegeben von den chinesischen Halbleiterunternehmen. Das alles im nächsten Report von uns. Die Reports sind kostenlos. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Gut, NetDragon Websoft mit seiner neuen KI-Chefin im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist aber auch sonst ein interessantes Unternehmen. Hier haben wir den Kursverlauf die letzten 5 Jahre in Hongkong-Dollar. Der Chart ist von TradingView. Da kann man jetzt natürlich schon sagen, naja, also allzu viel Tolles ist da jetzt nicht passiert in letzter Zeit. Das hat aber eben auch sein Gutes, weil Sie wissen wahrscheinlich, wie es viele andere chinesische Technologieaktien ja schwer erwischt hat die letzten 2 Jahre. Und außerdem mit einer gewissen Fantasie könnte man hier eben auch sagen, dass vielleicht da gerade so eine Art Bodenbildung stattfindet im Bereich von 15, 16 Hongkong-Dollar. Und dass die Aktie nicht stärker gefallen ist in den letzten 2 Jahren, ist auch darum erstaunlich, weil NetDragon vor allem aktiv ist im Bildungsbereich und bei Computerspielen. Und beides sind ja Dinge, wo es in China eine massive Regulierungswelle gegeben hat. Aber NetDragon hat es nicht geschadet operativ. 2021 sind der Umsatz und der Nettogewinn jeweils nochmal so um 15% gestiegen. Und jetzt im ersten Halbjahr sogar nochmal ein Umsatzplus von 26% und ein Gewinnwachstum bereinigt sogar von 44%. Und hier der Umsatz die letzten 5 Jahre in Milliarden RMB hat sich in der Zeit fast verdoppelt auf 7 Milliarden RMB. Das ist ungefähr 1 Milliarde Euro. Und er ist vor allem stetig gestiegen. Es hat kein Jahr gegeben in dem Zeitraum, wo er zurückgegangen wäre. Und das Gleiche eben auch beim Gewinn, der den Aktionären anrechenbar ist. 2017 war NetDragon defizitär, seitdem ist er aber stark und stetig eben auch wieder gestiegen. Und im ersten Halbjahr, wie gesagt, dann ja nochmal ein Anstieg um 44%. Und hier zeigt das Unternehmen auch noch, was es zurückgegeben hat in den letzten Jahren an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe, das ist das in hellblau, und durch Dividenden und durch Sonderdividenden. 2021 sind 2 Hongkong Dollar 23 ausgeschüttet worden, wäre zum aktuellen Kurs brutto eine Dividendenrendite von 13,3%. Dieses Jahr bis jetzt ein bisschen weniger, aber wenn jetzt zumindest nochmal die übliche Abschlussdividende käme, so um 0,4 Hongkong Dollar, dann wären wir auch für dieses Jahr ziemlich sicher dann eben auch so bei 7,7%. Und außerdem gibt es das Ganze zu einer niedrigen Bewertung. Das KGV auf den erwarteten Gewinn für dieses Jahr, das liegt nur bei 6,4 und NetDragon ist schuldenfrei. Die Netto-Barmittel waren am Ende vom ersten Halbjahr bei 4 Milliarden Hongkong-Dollar. Und das heißt bei einem Börsenwert von 9,1 Milliarden Hongkong-Dollar, 44% von der Marktkapitalisierung sind bereits abgedeckt durch Netto-Cash. Das ist schon alles sehr ordentlich und eben gerade auch für ein Technologieunternehmen. 50% vom Umsatz kommen aus dem Bereich Education, aber es sind eben nicht diese teuren Nachhilfeangebote, gegen die Peking ja so brutal vorgegangen ist, sondern relativ harmlos. Es geht da eigentlich um digitale Schultafeln sozusagen. Die Sparte Promethean, die war früher britisch, ist 2015 übernommen worden. Das sind interaktive große Displays. Jeder Lehrer hat dann sein Profil, kann seine Daten dann hochladen. Und dazu braucht man dann aber natürlich auch entsprechend Software. Das Ganze ist schweineteuer, aber anscheinend doch auch immer mehr der Standard in vielen Schulen international. Und der Umsatz von Promethean ist im ersten Halbjahr um 74% gestiegen und der Weltmarktanteil zum Vorjahr auch nochmal von 22% auf 26%. Also anscheinend ein sehr interessantes Geschäft. Schwieriger war es in der Spielesparte, im Gaming, da hat es in China auch Beschränkungen gegeben und die werden jetzt auch erst wieder ganz langsam gelockert.
Und dadurch ist der Umsatz auch um 3,9% gefallen von dieser Sparte. Und beim Gaming kommen eben nur 16% vom Umsatz bis jetzt von außerhalb von China. Aber außerhalb von China ist da der Umsatz wenigstens auch um 8,5% gestiegen. Das wichtigste Spiel ist ein Rollenspiel, das heißt Eudemons. Ich kenne mich damit nicht besonders aus. Das wird wohl vor allem in China gespielt. Man will es jetzt auch stärker in die Auslandsmärkte drücken. Und im vierten Quartal, da kommt da ein Upgrade raus für die Smartphone-Version und nächstes Jahr dann auch eine völlig neue PC-Version. Und was auch ganz wichtig ist, das sind die sogenannten Neopets. Die waren anscheinend bei uns mal ziemlich populär in den 90er Jahren. Die gehören jetzt auch zu NetDragon und die werden jetzt offenbar wieder populär. Und das soll jetzt eben auch groß aufgezogen werden auf einer eigenen Metaverse-Plattform auch. Und das Ganze hat anscheinend 150 Millionen registrierte Nutzer. Und ist dadurch natürlich eine zentrale Säule für die künftige Metaverse-Strategie. Und ansonsten gibt es in dem Bereich noch eine 40 Millionen Dollar Beteiligung an Rokit. Das ist ein Hersteller von AR-Brillen. Dahinter stehen auch andere Investoren sowie Temasek und SenseTime. Ist es eine interessante Aktie? Ich würde sagen, ja. Es ist eine verlässliche Aktie, eine Wachstumsaktie, aber eben auch gleichzeitig mit einer sehr attraktiven Bewertung. Das eine oder andere ist dann natürlich auch noch Zukunftsmusik, aber es ist ein Unternehmen, das eben schon gezeigt hat, dass es mit dem, was es macht, auch Geld verdienen kann. Sie haben natürlich das China-Risiko hier, völlig klar. Dann ist es ein Small Cap eher, das heißt, er wird weniger beachtet, ist aber gleichzeitig natürlich auch wieder mal ein sehr gutes Beispiel dafür, wie da zum Teil inzwischen die Bewertungen eben auch sind im verpönten China in der zweiten und dritten Reihe. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre die Aktie ja auch nicht so günstig. Insofern, aus meiner Sicht, für die, die sowas grundsätzlich machen, ist es wahrscheinlich auch nur eher eine spekulative Beimischung, aber trotzdem wahrscheinlich nicht uninteressant im Moment. Und was da die künstliche Intelligenz betrifft, man darf natürlich gespannt sein, wo das hinführt. Ich bin mir aber relativ sicher, operativ wird sich's die nächsten Jahre wahrscheinlich erstmal nicht großartig auswirken. Aber trotz allem, hier haben wir sie. Das ist die echte Tang Yu. So sieht sie wirklich aus, beziehungsweise so sieht sie eben offiziell aus der letzten Zahlenpräsentation. Und man kann sagen, eigentlich sieht sie schon ganz sympathisch aus. Und sie ist mit Sicherheit eine, mit der man vernünftig reden kann über Überstunden, über eine neue Kaffeemaschine und auch, ob sie jetzt vielleicht das Schleusentor endlich wieder aufmacht oder ob sie ihre Kollegen eigentlich doch alle töten will. Aber so ist es ja anscheinend mit künstlicher Intelligenz. Wie es ausgeht, das weiß man immer erst nachher. Und dann weiß man aber trotzdem auch nicht unbedingt, warum. Und ich muss noch Abbitte leisten, Abbitte hier für den Videotitel, der hätte natürlich eigentlich heißen müssen Roboterin als CEO. Und für CEO gibt es auch noch keine weibliche Form. Und auch das Thema gibt es natürlich inzwischen, Gendern und Diversität in der Robotik. Da könnte man jetzt auch stundenlang drüber reden, wir tun es aber nicht. Ungleichheit rauszubringen aus einer bestehenden Sprache, das ist eben nicht ganz so einfach. Wahrscheinlich kriegen sie eher noch aus der Weltwirtschaft das CO2 raus. Aber wie auch immer, denken Sie noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Der nächste eben, wie gesagt, von uns zum chinesischen Halbleitersektor, zu den Quartalsberichten von den chinesischen Halbleiterunternehmen und auch allgemein zum Halbleiterkonflikt. Ein Thema, das stark unterschätzt wird, meiner Meinung nach, von vielen Anlegern. Das Ganze auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.